Am Montag geht es für 450.000 Schüler und Schülerinnen aus Wien und Niederösterreich wieder zurück in den Präsenzunterricht, denn die Semesterferien sind zu Ende. Weiters hat sich dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gemeldet. Sie meinten, es sei besonders wichtig, bevor nun die neue Schulwoche beginnt, die Semesterferien zu Ende sind, dass die Schüler und Schülerinnen sich hier entsprechend bereits im Vorfeld testen lassen, um mögliche Infektionsketten zu verhindern. Es sei wichtig, PCR-Tests durchzuführen, um auch hier das Risiko an den Schulstandorten möglichst klein zu halten. Die Infektionszahlen der Wochen vor den Ferien zeigten, so laut Wiederkehr, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht hätte. Dennoch sei Vorsicht angebracht. Dazu äußerte sich auch Hacker und meinte, man sollte weiterhin vorsichtig bleiben, aber man könnte davon ausgehen, dass es sich rund um die Bildungen sehr gut entwickelt. Der Schulalltag, der kann vielleicht bald wieder seinen normalen Gang gehen. Eine Rückkehr in die Normalität, das wünschen sich sowohl Wiederkehr als auch Hacker. Zusätzlich spielten sie darauf an, dass man beispielsweise von Alles Gurgelt hier die Tests verwenden könnte, um dann möglichst schnell auch das Ergebnis zu erhalten. Auch Bildungsminister Martin Bolaschek äußerte sich und sprach Schüler und Schülerinnen über Social Media an. Er meinte, die in den Schulen ausgegebenen beiden Antigentests, die sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, um, bevor man wieder in die Schule zurückkehrt, sich zu testen und die Ergebnisse vorab bereits zu haben.